Weil wir uns zu oft unnötige Gedanken machen, anstatt einfach zu handeln. Wer hat denn solche Gedanken vor dem... Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Dumme Gedanken beim ersten Date. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott, heute ist ja schon Samstag und ich habe ein Date. Verdammt, ich habe nur noch 10 Stunden Zeit, um mich fertig zu machen. Oh, vor allem nur noch. Junge, ich hab einer Frau gehen. Genau, noch 10 Minuten und dann werde ich wirklich aufstehen. Oh, scheiße. Das kenne ich, aber nur noch 10 Minuten und dann... Das darfst du auch nicht machen. Wenn der Wecker klingelt und du einmal wach bist, darfst du nicht sagen, okay, noch eine halbe Stunde habe ich eigentlich Zeit, ich lege mich nochmal hin. Umso müder wirst du, glaub mir. Wenn der Wecker klingelt, steh auf. Steh einfach auf. Vor dem ersten Date. Ich sollte heute wahrscheinlich lieber auf das Mittagessen verzichten, denn sonst werde ich wieder nicht in meine Glücksjeans passen. Wobei, ein kleines Stück Pizza wird schon nicht schaden. Ja, so fress ich auch immer meine Pizza. Vor allem so schnell. Ah, toll, jetzt habe ich eine ganze Pizza gegessen. Warum kann ich nie rechtzeitig aufhören? Aber eine ganze Pizza ist doch viel mehr als eine halbe. Das schmeckt doch besser. Oh, ich habe eine Idee. Ich würde einfach ein bisschen hüpfen und somit die 1000 Kalorien verbrennen. Mann. Ich glaube, da musst du mehr als ein bisschen hüpfen. Jetzt habe ich auch noch Seitenstechen dazu bekommen. Oh, das ist scheiße. Beruhige dich, Lina. Alles wird gut. Höchstwahrscheinlich. Oh. Hoffe ich. Und was, wenn es genau... Was sind das überhaupt für Gedanken beim ersten... Also, die Kate kommt mir nicht bekannt vor. So wie letztes Mal verlaufen wird, als ich so extremst aufgeregt war. Ich pack mir am besten noch eine zweite Wechselhose ein. Oh. Mom, hast du irgendwo meine Glitch-Jeans gesehen? So fängt das Date doch sehr gut an. Oh nein. Ja, die sind in der Waschmaschine. Wie? In der Waschmaschine? Und was soll ich dann anziehen? Soll ich vielleicht einfach eine Ausrede finden und das Date absagen? Mann! Wieso esse ich wieder? Oh mein Gott, ich habe nur noch 6 Stunden Zeit. Ist doch nur eine Wassermelone. Soll ich lieber mit Hallo oder mit Bonjour grüßen? Damit er denkt, dass ich viele Sprachen beherrsche und schlau bin. Ja, und dann? Verdammt, was wollte ich hier überhaupt? So. Hey, das kenne ich aber wirklich auch, wenn es kein Date betrifft. Wenn man in irgendeinen Raum geht, weil man irgendwas holen wollte. Und gerade wenn du den Raum betrittst... Warte mal, was wollte ich eigentlich nochmal? Man kennt es. Oh, meinen Schnurrbart habe ich jetzt rasiert. Sollte ich vielleicht auch gleich meine Beine rasieren? Ach nee, ist ja schließlich das erste Date. Und ich werde ja auch aber heutzutage? Beitragen. Oh. Fuck, wie konnte ich nur vergessen nachzuschauen, wie viele... Ey komm, das Handy ist bald größer als die selber. ...Follower er auf Instagram hat. Und was, wenn wir selbst daran schuld sind, dass unser Leben so kompliziert ist? Weil wir uns zu oft unnötige Gedanken machen, anstatt einfach zu handeln. Wer hat denn solche Gedanken vor dem ersten Date, Alter? Oh, scheiße, okay, mich ein. So ein Schwachsinn. Interessant, liebt er auch Döner mit Zwiebel und Knoblauchsoße? Na klar, wer nicht? Ich mach einen Döner. Wenn du jetzt auch Bock auf Döner bekommen hast, dann Daumen hoch. Nein. Würden wir bei dem Date so richtig miteinander sprechen oder uns per... Also nein, ich habe jetzt keinen Bock auf Döner. WhatsApp Sprachnachrichten unterhalten. Hoffentlich per WhatsApp, sonst wird es wieder so cringe sein und wir sind ja keine Boomer. Na toll, ausgerechnet heute habe ich einen Pickel im Gesicht bekommen. Hoffentlich wird er nicht so ein Arschloch wie mein Ex sein und mich betrügen. Als mein Ex-Freund mir gesagt hat, dass er krank ist und ich mit einem anderen Mädchen in der Stadt erwischt habe. Hallo, hast du für mich verarscht, ja? Keine Problem, ich weiß. Ich wusste, du für mich verarscht. Und was, wenn ich einfach zu gut für ihn bin? Krass, das stimmt. Jetzt sinnlos meine wertvolle Zeit verlieren werde. Denk dran, Lina, du darfst dir dieses Mal nicht schon wieder Bohnen im Restaurant bestellen. Sonst wird es so wie immer das erste und gleichzeitig das letzte Date mit dem Dude sein. Und was, wenn es ein Zeichen ist, dass meine Glückshose ausgerechnet heute gewaschen wird? Moment mal, ich habe vollkommen vergessen nachzuschauen, ob unsere Sternzeichen überhaupt zueinander passen. Wie konnte ich nur so... Das sind Gedanken, die kein normaler Mensch vom ersten Date hat, Alter. Etwas Wichtiges vergessen. Wie haben es unsere Eltern überhaupt geschafft, sich ohne Smartphones kennenzulernen? Haben sie etwa wirklich miteinander geredet und sich Briefe zugeschickt? Ja. Ich weiß noch, bei uns in der Klasse damals, das sind dauernd Briefe durch die ganze Klasse geflogen, ey. Das war ein Highlight. Oh, das ist ja peinlich. I'm sexy and I know it. Mom, wo ist mein weißes T-Shirt mit solchen schwarzen Streifen drauf? Ja, ich weiß, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, aber... Etwas später. Oh mein Gott, ich komme zu spät. Ah, nur noch 30 Minuten. Wow, Lady, Sie sehen einfach umwerfend aus. Ihre Schönheit blendet mich. Hey, ich bin's. Wie geht's dir? Oh, hey, alles gut bei dir? Ich freue mich schon total auf den heutigen Abend. Auf heute Abend? Ja, ich meine unser Date. Lina, du weißt schon, dass heute erst Mittwoch ist? Oh, Dumme Gedanken vor dem ersten Date. Solche Gedanken hat doch kein normaler Mensch vor dem ersten Date, Alter.
Ja, voll schlimm. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht getan, abonniert, dies sind verabschiedet mich und bis damit. Ja.